Wie gewöhnlich war sie fast nackt und nur mit einem Purpurschurz und Sandalen bekleidet. Kaum hatte sie im Sprung die Sohle auf den Wagenrand gesetzt, so gab Meilanion die Zügel frei. Und Meleagros schwenkte sein Fahrzeug herum und drängte es neben das ihre, so dass sie hart beieinander, hart am Zerschellen, das Tor durchjagten. Ein Roman, der seinen Autor sucht, bietet sich in der Fülle seiner stofflichen und formalen Möglichkeiten an. Die Geschichte Atalantas und der Jagd von Kalydon ist davon so voll, dass sie beständig in Gefahr ist, zersprengt zu werden. Sie ist Mythos und historisches Ereignis, Drama und Idylle, Epos und lyrische Begebenheit in einem. Nicht nur lässt sie so jegliche formale Behandlung zu, sie verlangt nach jeder, ohne Vorrang und Verzicht. Sie birst vor Handlung, obwohl sie eigentlich nur Episode ist. Handlung, die eigentlich gar nicht ihre Handlung ist, ermöglicht erst deren Ablauf. Sie ist vollgepfropft mit Rand- und Nebenfiguren, gänzlich ohne eigene Aktion, ohne den geringsten Eingriff ins Geschehen selbst.